Man muss sich kleine Ziele setzen am Anfang. Ich habe nicht das Ziel gehabt, so viel Goldmedaillen mal zu gewinnen, sondern ich wollte halt im Endeffekt aus meiner Krisensituation rauskommen. Ich wollte einfach nicht aufgeben. Ich wollte schauen, was kann ich jetzt daraus machen. Habe mir halt dann einfach kleine Ziele gesetzt. Habe dann nach und nach so meine Gegner, erst welche, die einfach in meiner Reichweite lagen, einfach mal mir vorgenommen. Ja. Und so habe ich mich langsam hochgekämpft und habe mich eigentlich schon aber trotzdem immer an den Besten orientiert und auch an den, habe viel mit den nicht behinderten Weltcupfahrern trainiert. Die Definition von Training sagt es eigentlich schon aus. Das ist ein kontinuierlicher und planmäßiger Prozess. Man muss schauen, wie ist das Ist-Zustand, wie sollte es sein, den legt man dann einfach fest und dann, wie komme ich dorthin? Und das kann man nur mit einem planmäßigen, also vernünftigen Plan. Also man kann natürlich viele Pläne machen, aber es sollte schon realistisch sein, sage ich mal. Und das hilft einem natürlich auch dabei, diesen Plan auch umzusetzen, weil man einfach Vorgaben hat. Und manchmal hat man halt einfach auch so Situationen, wo es der innere Schweinehund einen schwer macht, überhaupt was zu tun. Dann sagt man einfach, Mensch, das ist wichtig, um das Ziel zu erreichen letztendlich. Und ich will da jeden Tag hinter meinen Plan ein Häkchen machen, soll erfüllt. Andere Sachen sind einfach, dass man sich immer vorstellt, was machen die Gegner und nutzt die Schwächen des Gegners, sage ich mal, wenn man denkt, ach, die werden jetzt wahrscheinlich nichts machen und du ziehst das jetzt trotzdem durch. Also das muss man sich immer so ein bisschen bildlich vorstellen, so also visualisieren, was treiben die und dann fällt es einem auch wieder leicht. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man Spaß an dem hat, was man macht, dass man nicht für irgendwas trainiert. Das ist ja im Job genauso wie im Sport. Man muss Spaß dran haben, dann kann man auch sehr gute Leistung bringen. Und das war, also für mich war das Training immer natürlich Quälerei, aber ich quäle mich gern, sportlich gesehen zumindest. Und das war schon immer der Antrieb. Ja, ich sag mal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist wirklich so. Also man muss gerade im alpinen Rennsport immer an die Grenze gehen. Natürlich auch, wenn man erfolgreich sein will, im Training an die Grenze gehen. Da ist natürlich auch gut, dass man ein starkes Team hat, wo man sich im Training schon reiben kann und sich gegenseitig hochschaukeln kann. Und ich, also Leitsatz von mir ist immer, nur wer sich in sein Tun behindern lässt, ist wirklich behindert. Gerd Schönfelder, 14-facher Weltmeister und 16-facher Paralympics-Goldmedaillengewinner, ist ein Ausnahmeathlet, der Sportgeschichte geschrieben hat. Nach einem Schicksalsschlag im Sommer 1989 schwor sich Gerd, niemals aufzugeben. Die Hürden, die ihm in den Weg gestellt wurden, zu meistern und für sein Leben zu kämpfen. Er startete eine Bilderbuchkarriere, die man wohl schöner nicht schreiben hätte können. Ein "Das geht nicht" wird man von Gerd Schönfelder sicher nie zu hören bekommen. Ein souveräner, charismatischer Mensch, der durch seine positive und selbstbewusste Erscheinung andere beeindrucken, aber auch motivieren und mitreißen kann. Das ist Gerd Schönfelder. Herausforderungen, die auf den ersten Blick unmöglich erscheinen, meistert Gerd mit Intelligenz und körperlichem Geschick. Zahlreiche Sportarten wie Inlinern, Langlaufen, Radfahren, Schwimmen, Laufen gehören zu seinen Hobbys und Trainingseinheiten. Und selbst auf dem Golfplatz kann man ihn antreffen oder bei einem Tennismatch mit Boris Becker. Der Glaube an sich selbst, ein unbändiger Wille, Fleiß und Disziplin, jahrelanges hartes Training sowie eine tiefe Verbundenheit zur Heimat und besonders zur Familie. Das sind die Eigenschaften, die Gerd Schönfelder zu dem gemacht haben, was er heute ist. Der erfolgreichste paralympische Sportler aller Zeiten.